Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Es ist 6.50 Uhr am Morgen. Ich habe frei, Dennis ist zur Arbeit um 5 Uhr. Seitdem bin ich auch schon wach. Und ja, gleich 7 Uhr. Ich mache mir jetzt noch einen Kaffee und dann nutze ich das frühe Aufstehen, um die Wohnung hier auf Vordermann zu bringen. Zu putzen, zu wischen. Ja, vielleicht ein bisschen Grund zu reinigen, weil vor Weihnachten kriege ich sonst immer die Krise. Da muss ich nächste Woche nicht mehr so viel machen. Gestern habe ich schon die Fenster geputzt auf der einen Seite vom Haus. Vielleicht mache ich heute noch die andere und dann ist das auch erledigt. Aber wie gesagt, erstmal Kaffee und dann geht's los. Und ich gehe jetzt noch eine Runde laufen. Es ist 10 Uhr. Ich weiß nicht, ich habe mir nur ein T-Shirt jetzt mit in den Keller geholt und mir das gerade rübergezogen. Aber eigentlich sind es 0 Grad. Aber irgendwie ist es nicht am Schneien und darum denkt man irgendwie, es wäre viel wärmer. Und es hat eben ein bisschen geregnet und deshalb habe ich wohl ein falsches Bild vom Wetter bekommen. Aber ich ziehe natürlich eine Jacke drüber. Und zwar, hier die, habe ich gedacht. Ich habe hier nämlich so eine Fließjacke. Da wechsle ich immer ab mit der Fließjacke und mit hier der Laufjacke. Aber die ist definitiv ein bisschen wärmender. Die Laufjacke ist eher gut, weil die erstens farbig ist, was super ist, weil man dann erkannt wird. Und zweitens, weil die winddurchlässiger ist. Also so eine Regenlaufjacke. Und natürlich das Stirnband und der Schal darf nicht fehlen. Und was auch nicht fehlen darf, der MP3-Player. Und unter die Handschuhe mache ich immer, ich creme mir voll die Hände ein. Ich habe hier so eine SOS-Creme, so eine richtig fettende. Das ist so ein Konzentrat für 200 Anwendungen. Sofort einziehende Intensivpflege. Ja, die stinkt ein bisschen, muss ich sagen. Und die ist so ein bisschen wie, ich glaube, das ist Melkfett. Glycerin, extra viel Glycerin. Ja, so wie. Wie sagt man denn immer? Vaseline, so wie Vaseline, genau. Extra viel Glycerin, ja. Aber ich mache das da drunter und dann ziehe ich immer die Handschuhe drüber und wenn ich die Handschuhe später ausziehe, dann sind die Hände immer noch ein bisschen geschützt vor der Kälte, sonst platzen die nämlich direkt auf. Genug geschwafelt, jetzt geht's. Taschentücher nehme ich übrigens auch mal mit. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Bis gleich. Das stimmt, wollten wir letztes Jahr ja auch eigentlich, gell? Da hatten die das ja schon dann. War ja auch in Ordnung, aber wenn, bevor es nichts gibt, würden wir das auch gern machen. Okay. Ja, super. Ah ja, super. Ja, richtig. Mach ich. Genau, super. Dankeschön. Tschüss. Ja, ihr Lieben. Ich bin zurück vom Laufen und habe jetzt gerade ein Telefonat nochmal geführt mit der Stadtverwaltung hier in Zell an der Mosel.
Und zwar ging es auch nochmal darum, und ich kann es ja jetzt sagen, wir wollten das einfach nochmal safe haben und sicher haben, damit wir wirklich auch anfangen können zu planen. Wir haben nächste Woche Mittwoch auf dem Weihnachtsmarkt in Zell eine Theke genau am Katzbrunnen aufgebaut und dort verkaufen wir auf jeden Fall Würstchen und heiße Getränke, keine alkoholischen Getränke, dafür bräuchte man wieder eine extra Genehmigung, aber Getränke wie Kaffee, Kakao, Tee und sowas zum Mitnehmen oder zum Dortessen auch gerne. Und ja, wir spenden das Geld. Das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht und das wollen wir dieses Jahr wieder machen. Und das Geld geht an die Hilfsorganisation Save the Children. Und für die haben wir letztes Jahr schon, jetzt kommen mir die Tränen, ich weiß gar nicht warum, für die haben wir letztes Jahr schon gespendet und das ist eigentlich immer eine gute Sache. Ja, und ich bin froh, dass das dieses Jahr wieder geht. Wir wollten das auch am Katharinenmarkt machen, der ist einen Monat vorher, der war im November, da hat das aber schon die, ich glaube, der Turnverein oder irgendwas übernommen, ist aber nicht schlimm. Wir machen das ja eher so ehrenamtlich oder für uns, um das dann zu spenden. Und ja, definitiv sind wir wieder am 20. Dezember von ca. 9 oder 10 Uhr an, spätestens um 10 Uhr da, beziehungsweise wir bereiten immer vor, also werden wir um 9 Uhr da sein, bis 17 Uhr mindestens sind wir da. Also von 9 bis 17 Uhr in Zell-Mosel am Zeller Schwarze Katzbrunnen. Genau, und da gibt es Würstchen und ja, vielleicht auch noch Waffeln. Aber Waffeln gibt es auf jeden Fall, wenn das nicht der Kindergarten macht, dann würden wir das auch machen. Genau, so ist der Plan. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr alle kommt, wenn ihr Würstchen esst und die Einnahmen gehen dann, wie gesagt, an die Hilfsorganisation Save the Children. Gut, gell? Richtig gut geheizt. So, weil ich ja heute geputzt habe, ist Dennis Aufgabe dann, das Bett zu beziehen. Das hasse ich. Und Müllbeutel wieder in die Mülleimer zu machen und den Müll rauszubringen. Und was noch deine Aufgabe dann immer? Das war's schon. Ja, ist ja gar nicht viel. Spülmaschine kannst du ausräumen. Spülmaschine ausräumen. Kannst du das bitte machen? Ja, mache ich jetzt. Sofort? Jetzt sofort mache ich das. Bestimmt so was Schönes heute, weil ich so einen hübschen Adventspulli anhabe. Oh, ein Baumstamm! Ah. Yay! Und? Ja, alles, was ich mag, ist da drin immer, gell? Mhm. Nicht schlecht! Ich habe mir zufällig beim Basteln Gedanken gemacht. Ist das eine Anspielung? Aber nur rein zufällig. So, jetzt trinken wir noch einen schön heißen Berrylicious Tee. Und dann geht's auch schon wieder fast ins Bett. So schnell geht mein freier Tag immer rum, gell? Das schon, putzen, ja. Meckern, Tee trinken. Und dann auch Ende. Ins Bett. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben. Und wir sehen uns morgen. Bis dann und tschüss.